Hallo meine Lieben, heute mal seit langer Zeit wieder ein Video von mir. Ich glaube, ich war jetzt ja schon über 7, 8 Monate nicht mehr hier. Ich habe in den letzten 8 Monaten fast gar nichts gemacht hier im Bastelzimmer. Wir haben Anfang des Jahres eine neue Küche bekommen, also die alte raus, komplett renoviert, eine neue Küche rein. Mein Mann hatte wegen Corona Kurzarbeit. Der war ein Riesenschatz und hat mir das Bastelzimmer renoviert. Neu gestrichen, neue Schränke hier dran. Ja, unser alter Küchenschrank, den wir hatten, der ist hier reingewandert und ja, deshalb auch eine andere Perspektive. Das Licht ist nicht so der Brüller, aber ich muss sagen, ich habe meinen Rollladen hier zu, weil es ist brüllend heiß draußen. Und falls ihr es brummen hört, das ist mein Ventilator hier nebenan. Und ja, ich hatte heute richtig Lust zu basteln und ich habe auch schon was gebastelt und werde mit euch dieses Teil jetzt machen. Das Ganze habe ich bei der lieben Sam von Mixed Up Craft gesehen. Das Ganze ist eine Tasche in Diamantform und ja, das gibt jetzt das Geschenk für meine Schwester zum Geburtstag. Und wie immer könnt ihr das natürlich in jeder Variation für Weihnachten, Ostern, was auch immer machen. Und ich zeige euch jetzt, was ihr braucht, beziehungsweise werde ich euch das nacheinander ansagen, weil ansonsten macht das alles, glaube ich, jetzt gar keinen so Sinn. Ich habe hierfür jetzt Kraftcardstock hergenommen und werde das jetzt auch wieder so machen. Ich habe, ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man Bastelzimmer ausräumt, ich werde jetzt mal versuchen, ganz viele alte Sachen, die ich hier rumliegen habe, wie unter anderem dieses Papier hier, das habe ich mir mal aus dem Action mitgenommen. Das werde ich jetzt hierfür verwenden und habe mir Kraftcardstock hergenommen. Und nehme jetzt mein Falzbrett. Ihr braucht jetzt zwei Stücke der Größe 11 mal 8 1/4 Inch. Also das ist eine A4-Seite, einfach bei 11 Inch abgeschnitten. Ich werde euch die Zentimetermaße unten in die Infobox wieder reinsetzen und dann könnt ihr, wenn ihr das in Zentimeter machen wollt, in Zentimeter machen. Ich lege mir das Ganze jetzt an der 8 1/4 Inch-Seite an und falze das Ganze bei 1 1/8 Inch. Und 7 1/8 Inch und an der langen Seite bei 6 1/2 Inch. Davon braucht ihr zwei. Eins habe ich jetzt schon vorbereitet, damit es nicht ganz so lange dauert. Dann braucht ihr vier Stücke. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich die alle hier habe. Vier Stücke in der Größe 4,5 mal 6,5 Inch und zwei davon falzt ihr diagonal. Das heißt, ich habe bei meinem Falzbrett eine weiße Linie bei der 6 Inch gemacht und dann kann ich mir das immer ganz genau hier anlegen. Das falzt ihr jetzt von der rechten oberen Ecke zu der linken unteren Ecke. Das lege ich mir jetzt so hier an. Einmal diagonal in der Mitte. Na, ich gehe mal noch ein wenig höher. Und man soll das auch gerade liegen haben, ganz wichtig. So. Und dann bei 6,5 Inch. Das heißt, ich gehe jetzt hier bei meinen 6,5 Inch rein und falze mir das nach unten. Das macht ihr jetzt an zwei. Das habe ich mir hier bei diesem, nee,
verkehrt bei diesem hier schon gemacht. So sieht das Ganze aus. Und das andere falls ihr andersrum, das heißt von der linken oberen Ecke zu der rechten unteren Ecke. Ihr legt es dann so an. Und dann falzt ihr jetzt bei 5,5 Inch. Also das ist 1/2 Inch dann praktisch versetzt. Und davon braucht ihr auch 2. Und dann brauchen wir noch für die Lasche oben ein Stück, das hat die Größe 3,5 × 6 Inch. Und das Ganze falzt ihr an der 3,5 Inch Seite bei 1/2 Inch. Und dann kommt nachher noch ein wenig Designpapier hinzu, aber das zeige ich euch dann gleich. So, dann fangen wir jetzt mal mit dem Korpus an. Das Ganze falze ich jetzt mit dem Falzbein nach. Und einmal hier in der Mitte. Dann schneide ich mir das Ganze jetzt hier ein, bis zur Falzlinie und hier auch. Dann nehmt ihr euch doppelseitiges Klebeband oder Flüssigkleber her. Ich nehme mir jetzt meinen Flüssigkleber hierher und mache mir an die kurze Seite hier unten so circa 1 Inch, also praktisch ein Quadrat hier, muss auch nicht genau sein, hier Kleber drauf. Und klebe das Ganze jetzt hier bündig aufeinander. Kurz andrücken. Ich nehme mir hier gerade mal meinen Schmierzettel her. Da klebt schon ein Mini-Kleber drauf. Und das Ganze mache ich noch auf der anderen Seite. Also hier einfach Kleber drauf machen. Ein wenig andrücken. So, dann mache ich meine Kleberflasche mal zu. Dann nehmt ihr euch eine Schere her und schneidet jetzt hier unten eine gute Ecke ab. Ihr müsst das jetzt noch nicht genau machen, es kann aber ein ordentliches Stück sein. Das werdet ihr nachher noch anpassen müssen. Ihr werdet dann gleich sehen, warum. Also ich mache das jetzt hier nach Augenmaß. Das so, und das Ganze braucht ihr jetzt zweimal. Das eine habe ich jetzt hier schon vorbereitet. Dann bekommt ihr quasi hier eure Tasche. Dann nehme ich mir die Teile her, die wir jetzt hier gefalzt haben. Jetzt muss ich mal gucken. Dass ich hier richtig bin.
So. Und jetzt schneidet ihr euch hier diese Falzlinie weg. Ich nehme jetzt meine große Schere her und schneide hier das weg. Die hebt ihr euch auf. Die kleben wir gleich noch ein. Und jetzt faltet ihr euch die. So, und dann, ich habe noch ein Stück vergessen übrigens, fällt mir gerade ein, ihr braucht noch ein Stück, weil das machen wir jetzt als erstes dann noch. Das hat die Größe 6x2 Inch. Das faltet ihr in der Mitte bei einem Inch, weil das gibt nämlich jetzt unser Verbindungsstück. Das machen wir dann jetzt gleich. Nehme ich noch mal mein Klebeblatt hierher. Und nehme mir Flüssigkleber und klebe das jetzt hier rein. Ihr könnt das Ganze auch ein ganz klein wenig anschrägen. Und dann mache ich mir jetzt hier meinen Flüssigkleber drauf. Wie gesagt, ihr könnt auch das, was euch am besten gefällt, auch Klebeband nehmen. Ich nehme lieber Flüssigkleber, da ich da noch ein wenig rumruckeln kann und ziehen kann. Und das Ganze klebe ich mir jetzt hier ein. Drehe mir das Ganze um und kann mir das hier passgenau ansetzen. So, dann nehme ich mein Falzbein und gehe hier noch mal drüber. Und das Ganze mache ich jetzt auf der anderen Seite auch noch.
und nehme mir jetzt meine andere Seite und setze mir die hier dran. Jetzt drehe ich mir das Ganze noch um und schaue, dass das alles schön passt. Und gehe auch hier mit meinem Falzband rum. So. Und so sieht jetzt schon, ist jetzt euer Korpus schon fertig. Dann machen wir jetzt die Seitenteile. Und das Ganze wird jetzt so hier dran geklebt, dass diese Lasche hier, damit bekommt ihr einen schöneren Abschluss, wenn die Tasche dann geschlossen ist. Ich lege mir das Ganze jetzt hier so an und so wie ihr jetzt hier sehen könnt, kann man hier noch ein gutes Stück abschneiden. Das heißt, ich nehme jetzt hier meine Schere her und winkel mir das Ganze hier noch ein wenig mehr an und so probiere ich das Ganze dann jetzt passgenau hier drauf zu bekommen. Das ist jetzt ein klein wenig Gefriemel, aber das macht ja nichts. So, und dann nehme ich mir jetzt wieder meinen Kleber her. Wie ihr sehen könnt, deshalb liebe ich dann so meinen Flüssigkleber. Natürlich hat man ihn manchmal an den Fingern hängen, aber man hat immer noch Zeit, ein wenig rumzuschieben und zu korrigieren. Und ja, so, dann drehe ich mir das Ganze hier um und drücke mir das hier innen nochmal schön an. Gehe da mit dem Falzband nochmal drüber. Hier bin ich jetzt verrutscht. Aber es geht noch. So. Und das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Gucken, dass ich das richtige Teil habe. Hier brauche ich jetzt das dafür. Entschuldigung, wenn ich euch jetzt angeschubst habe. So. Einmal dieses hier. Jetzt gucken wir. Ja, da kann ich auch wieder ein Stück wegmachen. Mal gucken. Ja, so passt es. Und auch hier mache ich mir dann wieder Kleber dran.
Und genauso verfahrt ihr auf der anderen Seite auch. Ich bin jetzt auch gar nicht so pinsig, wenn ich jetzt hier unten, da habe ich jetzt einen kleinen Überstand, aber dann nehme ich später mein Messer her und gleiche mir das Ganze ein wenig an. Das finde ich jetzt, ist jetzt nicht so dramatisch. Weil das Ganze auch immer hundertprozentig hinzubekommen. Ja, ihr wisst ja. Bei mir sowieso nie. Auch wenn ich mich noch so sehr bemühe, aber so. Aber es ist ja auch handgemacht. So, das ist die eine Seite und dann kommt die andere Seite noch dran. So, und die zweite Seite. Dann drehe ich mir das Ganze nochmal um und gehe auch hier mit meinem Falzband jetzt nochmal rein. Drück mir das Ganze noch mal an. Und dann könnt ihr diese Teile, die ihr hier habt, die könnt ihr jetzt hier noch mit reinkleben und dann verdeckt ihr so ein wenig die Klebelaschen. Es gibt dann noch mal ein wenig mehr Stabilität. Das mache ich jetzt mal noch fix. So. Und fertig ist die Box. Fast. Jetzt machen wir noch den Verschluss. Jetzt gucke ich mal, welche Seite das mir besser gefällt. Beziehungsweise lege ich mir jetzt mal noch kurz meine Box hier drauf und habe hier, wie ihr sehen könnt, seht ihr das? Ein, na komm. Einen kleinen Überstand. Den schneide ich mir jetzt mit meinem Messer weg. Na prima. Messer unten reingefallen. Das halte ich mir jetzt einfach so ein wenig fest. Und schneide mir hier unten entlang. Na komm. Und das, was jetzt hier noch ein wenig wellig ist, dann nehme ich mir einen
Live-Vlog und gehe mir hier jetzt gerade noch ein wenig drüber und dann mache ich mir die Kanten gerade und dann ist das perfekt. So, jetzt nochmal zum Thema Vorderseite. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier habe ich auch einen kleinen Überstand, sehe ich gerade. Nehme ich. So, dann stelle ich mir das Ganze hier hin, nehme mir jetzt hier mein Deckelchen, dann brauche ich noch mal mein Falzbein. Dann schräge ich mir jetzt hier die Kanten ein wenig an. Und runde mir hier vorne meine Ecken ab. Und wenn ihr wollt, wenn ihr das im Geraden kleben wollt, könnt ihr jetzt schon euer Designpapier aufkleben. Ich habe mir meins jetzt hier eigentlich... Aber ich glaube, das habe ich vergessen. Tatsache, das habe ich vergessen, mir zurechtzuschneiden. Also müsst ihr da jetzt auch noch durch. Das hat jetzt die Größe 3x6 Inch. Das heißt, ich mache mir das Papier. Jetzt muss ich mir aber gerade mal überlegen, das hier. Schneide ich mir jetzt auf 5 3/4. Mal 2 3/4. Da brauche ich dann 2 Stück. Und das ist, was mich Kunden früher als gefragt haben, warum ihre Schneideklinge so schnell stumpf wird. Das könnt ihr das Ganze jetzt hier sehen. Ich habe eine niegelnagelneue Klinge drin. Also die ist nicht stumpf, sondern das Papier ist halt relativ günstig. Und dementsprechend sieht das eben auch aus. Ich nehme jetzt aber einfach meinen Block und gehe jetzt hier drüber. Das mache ich aber über Mülleimer, weil ansonsten habe ich hier so viele Kurseln rumfliegen. Und dann könnt ihr euch das ganz schnell wieder begradigen. Natürlich, wenn ihr einen Papierschneider habt, also einen Guillotinenschneider oder einen Rollenschneider, wird euch das nicht passieren. Aber bei den kleinen Schneidemaschinen, die ein relativ kleines Messer haben, geht das nicht anders. So, und hier werde ich, verkehrtes Loch, hier werde ich mir jetzt auch die Ecken abrunden. So. Und dann klebe ich mir. Oh, hier habe ich Mist gebaut. Hier habe ich das nicht ganz drin gehabt. Super, ich liebe es, wenn ich so einen Mist baue.
Also, wenn jetzt gerade mal der Wurm drin ist, ist er dann doch jetzt gerade wirklich drin. Jetzt ist mir mein Block hier hinten runtergefallen. Naja, egal. Geht auch so. Unbelievable. So. Kleberpapier. Also es ist ja nicht so, dass hier kein Kleber drauf ist, aber ich hasse das, Kleber auf der Glasmatte zu haben. Der kleine Monk. So. Jetzt mache ich mir auch hier Kleber drauf. Und klebe mir das Ganze hier drauf. Und die andere Seite auch. Dann nehmt ihr euch eure Tasche her und setzt euch das jetzt hier hinten drauf. Also einmal Kleber hier an die Lasche. Dann schließe ich mir das Ganze. Beziehungsweise, nee, das geht so nicht. Einmal so herum, es ist besser. Und lege mir das Ganze jetzt hier an. Super Vorführeffekt. Aber wir bekommen den Deckel schon an die Lasche hier dran. Ich mir das Ganze hier um. Und gehe mit meinem Falzbein hier mal ordentlich drüber, dass der Kleber schön anziehen kann. So. Und dann kann das Ganze hier so geschlossen werden. Jetzt werde ich das Ganze noch mit Designerpapier beziehen. Und zwar braucht ihr jetzt zwei Stücke der Größe 5 Dreiviertel mal 6 Einviertel. Und ihr müsst jetzt beachten, wenn euer Papier eine Richtung hat, also wenn es nicht unifarben oder wenn es halt ein Muster hat, dass ihr die 5 Dreiviertel in der Weite habt und die 6 Einviertel in der Höhe. Das braucht ihr zweimal.
Dann braucht ihr für das Bodenteil hier zwei Stücke der Größe 5 Dreiviertel in der Weite mal 4 ein Viertel in der Höhe. Und ihr braucht noch für die Seitenteile zwei Stücke der Größe 5 Dreiviertel mal 4 Inch. Das zeige ich euch jetzt aber gleich, weil das müssen wir uns noch zurechtschneiden. Also ich klebe jetzt zunächst mal die großen Teile an und dann sehen wir uns gleich wieder, beziehungsweise hören wir uns gleich wieder. So. Dann werde ich mir das Ganze jetzt hier noch fixieren mit zwei, na, ich wusste, dass mir wieder der deutsche Name nicht einfällt. Klettverschlüsse. Klettverschlüsse. Die bringe ich mir jetzt hier an. Ich klebe mir die jetzt gerade aufeinander. Na. Und dann klebe ich mir die jetzt hier innen auf den Deckel. Ihr könnt natürlich auch Magnete nehmen. So, und dann halte ich mir das hier gerade fest und schließe mir meinen Deckel. Und dann brauche ich noch mal meinen Papierschneider. Und ihr schneidet euch jetzt euer Papier einmal, genauso wie vorhin beim Falzen auch, einmal von der linken oberen Ecke zur rechten unteren. Und entweder ihr nehmt dann für das einfarbiges Papier oder welches, was nicht so eine Laufrichtung hat. Ansonsten müsst ihr euch viel zurechtschneiden, weil ansonsten funktioniert das mit dem Ankleben nicht. Also funktioniert schon, ihr braucht dann eben vier Teile, dass ihr verschneidet. So, jetzt gehe ich da gerade mit meinem Fingernagel drüber, dass die Fetzen hier weg sind, weil ich muss nämlich zuerst hier hinten mein Regal wegräumen, dass ich an meinen, ihr wisst schon, Rubbelblock dran komme. So, und das andere schneidet ihr jetzt von der rechten oberen zur linken unteren Seite. So nicht. Mal gucken, ob ich so hier dran komme. Nee. Sorry, Leute. Ich kann das echt nicht haben. Das regt mich auf, wenn die Fetzen hier so weghängen. Das geht so gar nicht.
Und das Ganze kleben wir jetzt noch an die Seiten. Mal. So, und das Ganze machen wir noch auf der anderen Seite. Und dann ist das Papier noch drauf. Schon drauf. Und dann werde ich noch ein Band durchziehen, damit ich noch einen Henkel habe. Und ein Blümchen. Und fertig ist die Box. Gut, sie ist jetzt kein Teil, was man jetzt in 5 Minuten gemacht hat, aber ich finde sie wunderschön und ich finde sie auch super schön groß. Wo man auch mal was Größeres drin verpacken kann. Aber ich finde, sie sieht so schön aus. Und ich kann es mir auch super gut zu Ostern vorstellen. Mit einem schönen Nestchen drin. Hochzeit, Taufe. Man echt schöne Sachen mitmachen. So. Dann nehme ich mir jetzt hier mein Band her und meine Crocodile und werde jetzt das kleine Loch dafür nehmen. Ich habe mir das auch nicht eingestellt. Ich nehme die komplette Weite und gehe jetzt hier rein und stanze mir jetzt hier in die Falzlinie meine Löcher rein. Und einmal von der Seite. Ich muss mir das jetzt gerade mal kurz drehen. Entschuldigung. Super. Also in die Kamera zu halten von der Seite und hier zu treffen, ist echt schwierig. So, probieren wir es mal so. Na komm jetzt schon. Ich hoffe mal, dass ich es richtig. Ja. Ist okay. So, dann fädel ich mir jetzt hier mein Band ein. Mach mir einen Knoten rein.
schneide mir hier unten das Stückchen ab, ziehe es mir nach hinten und fädle mir das hier ein. Super. Also dieser Knoten war jetzt nicht dick genug. Ganz toll, Frau Hen. Naja, bitte Henkel ein wenig kürzer. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann werde ich mir das Ganze hier wieder schließen und dann darf hier noch ein Blümchen drauf. Meine letzte lilane Blume. Und dafür nehme ich mir jetzt aber meinen Heißkleber. Ich brauche eine Sekunde. Zwei, drei. Und dann klebe ich mir meine Blume hier drauf. So, und fertig ist die Geschenkverpackung. Ich hoffe, sie gefällt euch und macht euch Lust aufs Nachbasteln, so wie sie mir Freude gemacht hat beim Nachbasteln. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Habt eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss!